Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, zu einer weiteren Runde Europa Universalis 4 mit Portugal und den Achievement Runs, bei denen wir einige Provinzen, Kolonien in Afrika, Indonesien, Ostindien bzw. Indien und Brasilien haben müssen. Jeweils eine reicht, aber immerhin ist es doch noch ein Weg zu gehen. So. Mit Spanien sind wir auch gleich am maximalen Limit. Würde dann sagen, Beziehungen verbessern mit Frankreich, das schadet in keinem Fall. Okay, können wir den zurückholen? Wir können mal schauen mit Frankreich. Können wir uns auf freundlich setzen und mit Österreich letzten Endes auch. Und ich würde gerne, ich hätte gerne das. Das hätte ich gerne. Sind wir auch gleich durch. Abberufen. Dann machen wir uns bei der Provence Liebkind. Und beim Kirchenstaat Liebkind. Jawollo. Da gibt es gar keine zwei Meinungen. Naja. Wir haben jetzt doch kürzer gebraucht, als ich das vorhin berechnet hatte. Um genau zu sein, sind wir 8 Jahre schneller gewesen. Das ist natürlich eine... Ja, das ist genau das, was ich meine. Wir müssen nämlich schnell das hier kriegen. Aber das wird kein Problem sein, weil das haben wir auch relativ zügig jetzt dann gleich. Und wir können wahrscheinlich... Ne, wir können noch nichts Neues erkunden. Haha, ja, das ist jetzt die Krux. Wir haben nicht genug Kolonialreichweite, aber wir können dann auf alle Fälle gleich mal hier unten dann zuschlagen. Sobald wir den Kolonisten haben. Jetzt bräuchten wir halt den Boost wieder hier, ne? Aber das geht bis 64. Ich will mal überlegen, ob ich den Kicker. Der kostet dann halt gleich 4, das ist das Problem. Also, naja, ein bisschen Kohle brauchen wir natürlich auch. Geht immer noch nicht. Sehr schön, er ist noch besser geworden. So lob ich mir das. Na klar. Genua. Burgund.
die Marrakeschiens. Jetzt schon die große Frage, wollen wir erst Richtung Kolonist gehen, oder? Ah, ich denke schon. Wir sind da die kleinen Arschis. Burgund, wie sieht's hier oben aus? Oh, mit England haben wir ein bisschen Schwierigkeiten. Ne? Gleich mal verbessern. Ja, Leute, jetzt ist natürlich nur die Frage, ich kenne mich mit dem Kolonisieren nicht so wahnsinnig toll aus. Hätte aber gleich hier in Afrika zuschlagen sollen, fällt mir gerade auf. Scheiße. Wahrscheinlich ist es sinnvoll, so weit wie möglich rüber zu gehen, dass man sehr schnell dann da rüberkommt, ne? Aber wenn ich das jetzt hier nicht besetze, dann besetzt es halt jemand anders. Und das ist natürlich auch irgendwie bescheuert, ne? Deshalb heißt es ja Freihandel. Aber dann nehmen wir lieber mal den Merkantilismus. Und den aus England zurück. Da macht Grenada mit. Kriege ich denn diese Gefälligkeiten? Kann ich die irgendwie kaufen? Alle 2 Jahre eingefallen. Boah, shit. Ist natürlich harsh. Vielleicht muss ich mich dann doch nochmal hier oben anbiedern. Gibt's schon so ein paar interessante Sachen noch?
wirklich schon, bitte. Das hier ist doch auch Kolonialreichweite, ne? Plus 50%. Ja. Abberufen, da müssen wir gleich mal gucken, ob die jetzt hier Bock haben, mit uns was zu machen oder nicht. Ne, ist immer noch viel zu wenig, okay. Schade, aber auch. Granada und Sus Mamelukenreich würde nicht mitmachen. Moment mal. Seht ihr, was ich sehe? Im Moment sieht es da gar nicht mal so rosig aus bei denen. Die haben... Marokko hat gar nichts. Warum denn nicht? Was ist bloß bei denen? Die sind bloß wahrscheinlich militärisch weiter als wir, ne? Oder? Ne, wir haben auch Militär 4. Was ist los? Was ist los? Leute, ich glaube, wir werden jetzt trotzdem ein bisschen expandieren und werden dazu Marokko gleich mal den Krieg erklären, aber vorher... Lassen wir das hochtickern. Ist hier eine Festung drin? Nein. Gut. Marokko. Krieg erklären. Das ist Tanger, was wir auf jeden Fall wollen. Und damit... Bestätigen wir. Jetzt wollen wir uns erstmal Granada. Ja, jetzt auf einmal. Jetzt kommst du ums Eck. Kolonist. Wenn ihr den Kolonisten zurückbeordert, bevor die Provinz ein ordentlicher Teil eures Reiches geworden ist, kann dies einen Aufstand der Eingeborenen zur Folge haben. Kann, oder? Ich probiere das trotzdem mal. Ich wollte jetzt nur mal ganz kurz schauen. Goldküste. Das ist die Kapküste. Soweit komme ich noch nicht runter. Okay. Ja, also müssen wir uns da schon mal keine Gedanken machen, dass wir irgendwas falsch gemacht hätten. Denn soweit... Na? Achso, das geht nicht. Das geht aber. So. Wenn mich nicht alles täuscht. Jetzt müssen wir mal ganz kurz hier... Okay.
Das ist auch neu im Übrigen, ne? Kostet jetzt monatlich irgendwie 200 Öcken. Werden die gleich jagen gehen? Geld spielt keine Rolle. Administrative Macht holen wir auf jeden Fall mit. Und zur Not gehen wir jetzt auch mal ins Meines. Gut. Granada, schauen wir gleich mal, ob wir die irgendwie rausboxen können. Ne, geht noch nicht. Okay, aber sie sind besetzt und damit auch keine zwingende Gefahr mehr. So, du gehst jetzt erstmal hier hinten jagen. Gut. Fein hast du das gemacht. Dann gehst du mal hier jagen. Abberufen. Wir müssen uns ja nicht mit allen alle zum Feind machen. Ich würde jetzt hier sogar mal so weit gehen und sagen, wir hauen das mal raus. Also unsere Hauptstadt lassen wir aber vorsichtshalber mal drin. Oh, hat der tatsächlich Madeira besetzt, der kleine Hundling? Ist ja funny. Den haben wir den Marsch gegeigt. Die wollen ein Friedensangebot. Naja, du kannst heim ins Reich, wenn du willst. Wohlan, Karaman. Das war's dann zumindest mal mit. Also wie schon gesagt, ich hätte gerne diese Kante hier, so gut wie es geht, damit der Spanier hier gar keine, wie man so schön sagt, Boots on the ground bekommt. Ja. Wir werden jetzt gleich mal unser erstes Darlehen uns schnappen. Aber warum mache ich so viel Minus, sag mal? Warum ist da so viel Minus dabei? Kolonien. Wir haben zwei Kolonien jede und einen Unterhalt von 100. Das sind, ja, das ist etwas, was man vielleicht mit einkalkulieren sollte. War mir so nicht klar. Ist das neu? Dass das so zu Buche schlägt? Können wir abrufen. Na dann, auf nach Fetz. Let's Fetz. Diplomaten abberufen. Piemont-Beziehungen verbessern.
Ich will die halt... Ah, scheiße, die haben halt ein scheiß Versorgungslimit, ne? Okay. Mal jetzt völlig aufpassen. Macht sie fertig. Oh, war natürlich klar. War natürlich klar, dass das so nicht funktionieren wird. Wo sind die jetzt hin? Huh? Wo sind die jetzt hin? Habe ich nur noch eine Armee? Ach, die sind da, ey. Guckt euch das an. Portugiese. Erhaltet einen Philosoph-Pris. Ich nehme jetzt erstmal das Geld mit. Wir müssen jetzt nur schauen, dass wir halt schneller sind als die Penner da. Frage ist, kriegen wir Tangier schon? Ja, das auch. Das würden wir schon bekommen. Ich würde den einmal gerne noch aufs Maul hauen. Handelseffizienz, jawohl, nehmen wir mit. Und hier müssen wir jetzt einfach so viel drin lassen. Ist ja auch Marokko hier, ne? Marokko. Wir gehen langsam die Optionen aus. Ich bin jetzt bloß deshalb so ruhig, weil ich etwas konzentrierter bin als normal. Und sehe auch gerade, wir steuern auf Minute 25 zu. Ja. Ja, genau das habe ich befürchtet, ey. Wo kriegt der so schnell wieder die Leute her? Das gibt's doch gar nicht. Ja. Wir müssen raus aus dem Krieg, weil wir haben keine Verbündeten mit am Start. Wir nehmen uns... What? Jetzt will er das nicht mehr, oder was? Er ist nicht blöd, ne?
ausgeht. Oh. Da ein bisschen mehr hätten wir gebraucht. Dann hätten wir wenigstens mal das Ding da erledigt gehabt. Aber es hilft alles nichts. Wir müssen raus. Wir haben eher auch eine hohe Kriegsmüdigkeit. Ich will jetzt da keine Ausreden an den Tag legen. Wir nehmen diese Provinzen hier. Nein, wir machen es nochmal anders. Und zwar... Ja doch, das passt schon. Wir nehmen diese Provinz hier. Gehen sie nicht mit? Gehen sie mit? Hat der Spanier da eigentlich auch schon irgendwie... Nee, Ansprüche haben die alle noch nicht, okay. Ja, machen wir so. Einfach aus der Not heraus. Ich gebe es zu, das war jetzt ein Krieg, den wir es kurz davor waren zu verlieren. Erstmal raus. Naja, eigentlich. Das kostet nämlich ganz schön viel. Also ich gebe den jetzt doch nochmal hier hin. Dass es einfach ein Stück schneller geht. Agenda läuft bald aus. Ihr habt sie zu erfüllen. Was soll ich denn erfüllen? Prestige. Prestige. Das werden wir nicht schaffen, ne? Das werden wir nicht schaffen. Das geht jetzt dann schon ganz schön schnell. Ach so. Ah ja, ganz wichtig. Ich muss scheinbar westafrikanisches Meer. So. Mhm.
dieses eine Mal muss ich es noch machen. Ich denke halt nur an die Zeit, deswegen glaube ich halt, dass wir da drauf setzen sollten. Genau, also ich habe jetzt diese Reform gemacht. Wir werden jetzt auch unsere Stabilität dann gleich nochmal erhöhen. Um einfach da die Boni nochmal mehr rauszukriegen. Sehr gut, Ten Erifa. Okay, jetzt kommen wir langsam wieder ins Plus, Gott sei Dank. Nehmen wir mit. So, westafrikanische Küste soll er mal erkunden, dass wir da schnell rüberkommen. Erkunde atlantisches Südamerika. Das wäre dann Brasilien. Tü. Lass mal noch mal ein bisschen weiter tickern. Abberufen. Die Beziehungen verbessern, jawohl. Thank you.
Steuereinnahmen global, das ist doch cool. Nur mal hier schauen, ob wir mal die okay, hat eine Kirche. Moment. Agenda des Parlaments. Porto. Einer. Brabiba. Abgeschlossene Staatsagenda. Ihr habt die Staatsagenda entdeckt. Bahiba abgeschlossen, wodurch ihr folgende Boni erhaltet. Loyalität geht nach oben. Chance für Kolonisten und Koloniewachstum. Das ist, hört sich sehr, sehr prickelnd gut an. Denn wir sind hier schon in Brasilia. Angelangtos. Aufstand. Was? Nein, das war doch genau das Gegenteil. Mann, die Mann hier. Motherfuckers. Toll. Jetzt muss ich hier aber mit der Armee wieder nach oben gehen. Koloniewachstum, sehr gut. Wir haben nämlich nur noch 33 Jahre, darüber zu kommen. Das ist noch ein verdammt langer Weg, den wir da hinter uns haben. Also ich werde definitiv so weit wie möglich hier gehen müssen. Hierhin kämen wir. Wir haben natürlich auch wahnsinnig viele Festungen. Ich bin fast geneigt, die hier abzureißen. Ja, Leute, also spannende Kiste in jedem Fall. Also das eine Achievement, das ist Pillepalle, das ist jetzt keine Herausforderung, aber dahinter zu kommen, oder vielmehr irgendwo hier in diese Region hier unter, da haben wir schon noch ein gutes Stück des Weges zu gehen und da müssen wir uns ja jetzt irgendwann so hier entlang hangeln, und womit ich jetzt doch nicht so ganz gerechnet habe, dass das ganz schön teuer ist. So, also Kohle machen ist hier ganz schön schwierig, würde ich sagen.
Können wir nur hoffen, dass das hier schnell passiert? Weiß nicht, zählt das schon zu Afrika? Wo habe ich denn die Gebiete? Dynastien, Koalition, Großmächte, Siegeskarten, Entwicklung, Gebäude, Verwüstung, Gebiete, Regionen. Das ist ja schon der Kontinent Afrika. Ja. Also diese Inseln hier gehören schon zu Afrika, das hier auch. Subkontinente. Nordafrika, genau. Das hier ist dann Brasil. Ja, okay, also das eine Achievement ist jetzt nicht mehr so wahnsinnig schwer. Okay, ja, scheiße war's und kein Kakao. Deswegen lasst mich mal ganz kurz hier reinschauen. Ich werde den hier mal kicken. Ich werde auch den kicken. Dann sind wir zumindest mal im Plus. Wir machen jetzt noch kurz das hier. Ne, das machen wir kurz nicht. Und dann machen wir einfach hier beim nächsten Mal weiter. Also wir haben uns ein bisschen ausgebreitet, ja, wir haben hier strategische Punkte erobert, aber das gilt, das ist alles nicht, solange wir nicht diese Kante hier haben, dass der Spanier hier gar nicht mehr rüberkommt. Und ja, wir haben auf alle Fälle eine Kolonie dazu gewonnen, beziehungsweise, wo war es denn? Doch schon hier, ne? Und das ist ganz gut so. Können denen eine leicht höhere Autonomie noch geben, dass die so ein bisschen weniger Unruhe haben. Das geht auch schnell und dann sind wir relativ zügig dann hier hinten unterwegs. Ich muss nur nochmal hier reinschauen. Genau, Reichweite Handel kommt als nächstes. Und hier kommt als nächstes die Technologie, wobei da können wir jetzt wirklich so ein bisschen die Luft rausnehmen. Okay, liebe Freunde, bis zum nächsten Mal. Euer Don Firenze.